Ich habe mal noch eine Frage zu einem Hadith, was ich nicht verstehe. In einem Hadith stand, alle Menschen, die vom Islam gehört haben, ja, oder von ihm erfahren haben und nicht konvertieren oder nicht zum Islam konvertieren, kommen in die Hölle. Ja. Das ist ja ein Hadith. Ganz genau. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, wer von mir hört und dann sein Glauben nicht in dem besteht, womit ich gekommen bin, gehört zu den Gefährten des Höllenfeuers. Hier ist die Frage, was ist mit von mir gehört gemeint? Heißt das, der hat nur den Namen Mohammed gehört? Oder heißt das, jemand ist zu ihm gekommen, hat ihm die Warnung, hat gesagt, guck mal, der Islam ist die Wahrheit. Wenn der gehört hat, der Islam ist die Wahrheit, muss er sich damit auseinandersetzen. Ja, aber wenn jetzt mein Vater und mein Großvater jetzt ein Christ wären und ich würde dann so aufwachsen mit der Religion, dann überlege ich mir immer, ich weiß nicht, ob ich dann in dem Leben zum Islam konvertiert wäre. Das ist eine gute Sache. Aber das Christentum und die anderen Religionen sagen auch, wir sind der einzig wahre Weg. Verstehst du? So, aber die Sache ist folgende. Die Sache ist folgende. Allah leitet Recht oder der weiß, wer es verdient hat, Recht geleitet zu werden. Es gibt auch genügend Leute, die Islam annehmen. Verstehst du? Und das ist die falsche Argumentation, dass ich sage, ja, meine Eltern, mein Vater. Okay, der Islam annimmt, der hat noch mehr Lohn bekommen. Warum? Weil der vorher geglaubt hat, dann Islam angenommen, seine ganzen Sünden sind ausgelöscht worden und er fängt ein neues Leben an. Das heißt, die Frage besteht nicht darin, ja, ob der vielleicht es schwieriger hat, sondern der Muslim selber, der wird auch auf die Probe gestellt. Ja, mache ich das einfach nur, weil meine Eltern das sagen. Der Glaube, der einfach nur basiert, ja, meine Eltern machen das, aber ohne diese wirkliche innere Überzeugung, der nutzt auch nichts. Und im Endeffekt, ja, Allah weiß, wer die Rechtleitung verdient hat. Punkt. Ende aus. Weil im Endeffekt, die Eltern bringen dich ja nur auf den Weg und den Rest muss man ja selber machen. Ganz genau. Du musst selber auch gucken. Man muss auch selber Argumente finden. Man muss auch selber überzeugt sein. Weil ich sage dir eins, wenn jemand hier ist und der sagt, ja, ich bin Muslim, ja, meine Eltern sind Muslim. Achi, man muss davon innerlich überzeugt sein. Du kannst dich überzeugt sein, meine Eltern sind Muslim, dann bin ich auch überzeugt. Verstehst du? Das ist ganz wichtig, weil die Bedingung für La ilaha illallah ist, dass sie ohne Zweifel da ist. Genau. Wenn du Zweifel hast, aber wenn du einfach nur sagst, ja, meine Eltern, die haben das gesagt, dann sage ich zu dir, ja, hör mal, lässt du deine Eltern für dich deine Ehefrau aussuchen? Die meisten machen das nicht. Dann sage ich, ja, wieso lässt du die für dich Religion aussuchen? Und das ist das. Das heißt, die Frage ist hier, und das ist eigentlich ein Beweis für den Islam. Jede Religion sagt, wir sind der einzig wahre Weg. Jede Religion sagt das. Aber jetzt ist die Frage, wie kann jede Religion bewerkstelligen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit an jedem Ort ins Paradies kommen kann? Hallo. Hallo. Alles okay? Ja. Salam alaikum. Wo kommt ihr her? Türkei. Türkei. Kosovo. Ja. Wo noch? Ich bin immer neugierig, wo die Leute so herkommen. Italien. Buongiorno. Come sta? Bene. Bene. Alhamdulillah, super. Und hast du auch schon Islam angenommen? Bist du Muslim geworden? Nee. Noch nicht? Inshallah, hoffentlich bald. Wir wollen großen Takbir machen hier in der Innenstadt. Muss uns die Freude machen. Inshallah. Wir haben auch Geschenke für euch dabei. Wir sind nicht der Weihnachtsmann, aber so ähnlich. Inshallah. Nee. Verstehst du? So, das heißt aber, guck mal, im Islam findest du einen Weg, wie jeder Mensch, selbst der noch nie was von Mohammed gehört hat, ins Paradies kommen kann. Zum Beispiel jemand, der ist irgendwo aufgewachsen, vor Mohammed, hat an den Propheten geglaubt, der zu ihm gekommen ist. Hat Gott alleine angebetet. Punkt, ins Paradies. Jetzt jemand hat nie was von ihm gehört. Allah sagt im Koran, Surah 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Allah sagt in Surah 4, Vers 115, وَمَن يُشَاكِكَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem die Botschaft ihm klar gemacht wurde, ja? Das heißt, der wird bestraft, nicht der andere. Das heißt, derjenige, der gestorben ist, der hat nie was von Mohammed gehört, ja? Und er hat vielleicht Fehler gemacht, ist kein Prophet gefolgt. Am jüngsten Tag wird er auferweckt und er kriegt nochmal die Probe und kriegt nochmal die Chance. Am jüngsten Tag. Alhamdulillah. Das heißt, jeder hat die Chance. Hey, wir haben hier so ein paar Sachen. Wir machen jetzt hier Street da, aber guck mal, Leute. Wir haben hier erstmal viele DVDs. Guck mal, wo ist der Italiano? Italiano. Komm, ist da, hier. Guck mal, ich habe hier was für dich. Du bist bestimmt katholisch, ne, oder? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Hoffentlich nicht mehr lange.
Ich will dich nicht beleidigen oder so. Ja, ja. Nimm das doch mal mit, den Schal. Da kannst du dir mal angucken, falls es was zu meckern gibt. Ach so, hier, noch was. Kannst du dir mal angucken. Das ist von mir. Von dir? Hier, guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier so Sachen. Guck mal hier, was wir hier alles haben. Wir haben einmal die Integrationslüge. Dann haben wir hier. Welches willst du haben? Ich habe dann hier Martin Luther und der Salafismus. Dann haben wir hier. Gibt es das alles, was du jetzt auf DVD hast, auch auf deiner Seite, oder? Ja, klar. Aber du kannst ja auch was mitnehmen, kannst du zum Beispiel jemandem geben. Dann hier, das ist eine Geschichte vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Du hast ja gesagt, du wolltest die Geschichten hören. Dann hier, Herr Dies über gute Taten. Was willst du haben? Meine Frau ist neu in Islam reingekommen. Inshallah. Alhamdulillah. Hier, könnt ihr mal gucken, was ihr haben wollt. Hier haben wir auch Bücher und sowas. Guck mal, vielleicht hier, könnt ihr mal gucken, was ihr haben wollt und so. Könnt ihr gucken? Hier, das ist zum Beispiel ein wichtiger. Wie bitte? Koran haben wir nicht. Haben wir Koran dabei? Nee, haben wir nicht. Wir sind. Haben Sie vielleicht noch eins? Ich gucke gerade, Entschuldigung, ich bin gerade am Gucken. Integrationslüge, oder? Lernen das Gebet. Haben wir so eins? Hier, bitteschön. Dann haben wir hier die Frau im Islam. Das ist vielleicht auch interessant. Wenn ihr irgendjemanden in der Klasse habt oder sowas. Hier, wenn einer Lust hat, die Frau im Islam. Wenn ihr zum Beispiel jemanden in der Klasse habt oder sowas, die was zu motzen haben und so. Ihr schlagt die Frauen immer! Warst du früher Boxer? Ich, ja. Ja, deswegen habe ich euch die Zähne weg. Guck mal. Siehst du das? Haben die mir rausgeschlagen. Die sind sowas von gemein. Willst du das haben, oder? Ja, Bruder, weiß ich, das ist eine lange Geschichte. Insgesamt, ich habe halt viel gelesen, mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Hier, das sind auch sowas über Christentum. Könnt ihr euch mal angucken, inshallah. Nehmt euch so viel ihr wollt. Ihr könnt ihr auch hier, könnt ihr DVDs auch an Freunde oder so verkaufen. Gar kein Problem, ne? Aleikum salam. Was hast du alles? Verteilen, nicht verkaufen. Die sind kostenlos. Ah, verkaufen? Ja, super. Ey, gib mal die Tüte. Hast du noch Hadithe, diese CD? Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Das ist alles... Hier, ja, ist viel. Ja. Hier, Hadith über die Wege zu guten Taten. Wie man gute Taten, viele gute Taten... Inshallah, Alhamdulillah. Sie haben mich sehr viel geholfen mit deiner Video. Meine Frau ist in Islam reingekommen. Mashallah. Und ich habe mit ihr zusammen, also bevor sie die Islam annimmt, wir haben zusammen eine Seite der Islam in Deutschland gemacht. Ja. Und musste ich eben... Bist du aus Tunesien oder Marokko? Ja, aus Tunesien. Behi Barsha. Ich hab's direkt. Merkst du nicht? Ja, das kannst du auch noch mitnehmen, inshallah. Inshallah, Bruder. Sonst alles okay. Wie gesagt, wenn ihr noch was haben wollt und so. Ja, wir müssen auch weg. Ne? Ich wünsche was. Salam alaikum. Wie geht's? Alles fit? Wie läuft der Iman, inshallah? Ach, übrigens, Leute, jetzt sind 10 Tage von Dhul-Hijjah angefangen. Das heißt, vor allen Dingen der 9. Dhul-Hijjah, also morgen, übermorgen. Das heißt, der 9., wenn man dort fastet, werden die Sünden vom vergangenen und vom kommenden Jahr verziehen. Ganz wichtig, Yawm al-Arafah. Und auch diese Tage zu fasten sind die besten Tage, wo man fasten kann. Weiß ich nur. Weiß man schon, wann. Achso, warte kurz einmal. Ja, weiß man jetzt. Wann ist das? Heute ist der erste am 10. Heute ist der erste und am 10. Dhul-Hijjah, also nach.